Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kunde ist König 2 Box von Mert. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kunde ist König 2 von Mert. Das Ganze am 2. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, die Box ist so unfassbar groß, dass ich sie nur mit Mühe und Schwierigkeiten hier wirklich auf Kamera einfangen konnte. Also die ist sowohl in der Höhe als auch in den anderen Maßen echt sehr, sehr mächtig. Hier mal von der Seite. Also das ist auf jeden Fall eine der, sag mal, Top 5 oder Top 10 größten Deutschrap-Boxen ever. Das Ganze ist hier in schwarz gehalten. Wir lesen hier oben einmal das Label Mula Brothers präsentiert, nachdem er ja nicht mehr bei Hustler Music unter Vertrag ist. Dann darunter den Albumtitel in Gold, Kunde ist König 2. Und darunter der Interpretname Mert. Ja, genau diesen haben wir hier auch abgebildet in seinem Dönerstand. Hier auf der Digitalanzeige lesen wir auch nochmal, Kunde ist König 2, März 2020. Und unten links gibt es noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Wir lesen auch hier wieder das gleiche wie auf der Vorderseite. Unten ist das Ganze glatt schwarz, es klappert schon. Auf der rechten Seite wieder beschriftet. Auf der Oberseite glatt schwarz und auf der Rückseite haben wir natürlich auch wieder Albumtitel und dann hier auch noch die Beteiligten und die Labels und Logos und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Box ist vor allem einem Inhalt geschuldet, also die Größe kommt vor allem durch einen Inhalt zustande, und zwar dem Dönergrill der Grillstation. So, als erstes kommt uns hier entgegen einmal das Album an sich, dann haben wir, ich glaube es gab es damals bei Kunde ist König auch schon als Inhalt, wir haben hier so Papier, also so Dönerpapier, dann gibt es hier Sticker, 1, 2 Sticker. Dann das Dönerrezept mit Unterschrift und ein Poster. Ja, und der restliche Inhalt ist dann tatsächlich diese Grillstation. Also wir haben hier einmal einen Styropor-Aufleger und dann... Junge, Junge. Kommt die Grillstation zum Vorschein. Und was gibt es hier noch? Das ist, glaube ich, Zubehör, genau, damit kann man dann das Ganze bearbeiten. Und dann haben wir hier auch noch einen Zettel beigelegt. So, dann packen wir die Box mal wieder zusammen. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also ich glaube, die Grillstation, die stellen wir nochmal irgendwie zur Seite. So, und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So, das ist dieses hier, Kunde ist König 2. Wir werden als erstes natürlich mal die Folie entfernen. So, also das ist das Album an sich, Kunde ist König 2. Cover ident, wie auch schon auf der Box, kommt hier in einem regulären Toolcase. Auf der Seite auch wieder Kunde ist König 2 zu lesen. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier 15 Tracks an der Zahl, diverse Features sind mit dabei. Unter anderem die Rapper Albagan und King Khalil. Barcode Beteiligte, okay. Und dann schauen wir mal rein. Als erstes geht's ins Booklet. So, hier gibt es Fotos von Mert. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks mit den Infos, wer gefeatured wurde, beziehungsweise wer das Ganze produziert hat. Soweit ich weiß, ist so ziemlich das ganze Album von Muko Beats produziert. Ja, bis jetzt jeder Track. Wie gesagt, Fotos gibt es dann auch immer noch. Weitere Tracks. Ah, gut, nicht alle Tracks von Muko produziert. Einer nicht. So, und dann haben wir hier noch zum Abschluss
die Credits zum Album. Mula Brothers. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zur Album-CD. Die sieht so aus in Schwarz und Gold. Und das war's mit dem Album. So, als nächstes haben wir dann passend zur Grillstation diese Papiersäckchen, diese Papiertüten mit dabei. Auch hier wieder gebrandet, Kunde ist König 2 bei Mert Abi. Original, okay. Die sind sogar beidseitig bedruckt, also beidseitig der gleiche Aufdruck. Die kommen hier in weiß mit rotem Aufdruck. So, als nächstes haben wir Sticker. Zwei Stück sind mit dabei, einmal, zweimal. Einmal hier das Logo von Mula Brothers, also das Känguru mit dem kleineren im Beutel. Und dann hier noch einmal das Cover hier quadratisch. Also einmal rechteckig, einmal quadratisch, zwei Sticker. Dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte, dieses Dönerrezept, also hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Und auf der Rückseite lesen wir hier das Dönerrezept. Also all das braucht man hier, um den perfekten Döner herzustellen. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, ob ich das genauso nachmachen werde. Eventuell ein bisschen abwandeln. Wir schauen mal. So, also nette Alternative zu einer Autogrammkarte. Und dann haben wir noch ein Poster. Das ist beidseitig bedruckt. Einmal hier wieder das Cover im Hochformat. Und auf der Rückseite Mert, hier scheinbar in, ich würde mal sagen, in der Türkei. Ja, auf einem Bötchen. Gut, und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. So, jetzt heben wir sie wieder rauf, die Kriegsstation. Oh, also, die wiegt echt einiges. Da schauen wir mal, dass wir als erstes irgendwie die Folie abbekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir das Ganze deutlich, aber wirklich deutlich kleiner vorgestellt. Und dachte, es wäre mehr so ein Miniaturdöner. Ich meine natürlich, es ist kleiner als so eine reguläre Dönerstation, die man jetzt bei irgendwelchen Lokalen oder Dönerständen kennt. Aber das Ding ist trotzdem echt beachtlich groß. So, die Dönerstation kommt hier in weiß. Hier unten lesen wir auch wieder Kunde ist König 2, Mert Abi. Dann hier noch ein Symbol, dass es hier heiß wird. Rechts ist dann der Ein- und Ausschalter, so ein ganz regulärer Kippschalter. Und rechts ist dann auch das Kabel. Das ist jetzt noch hier zusammengebunden. Und auf der Seite sieht das so aus, also ganz schlicht hier rundum in weiß gehalten. Und dann haben wir hier hinten eben die Heizspirale, die sich hier entlang zieht, die das Ganze dann erhitzt. Hier an der Rückwand ist natürlich alles entsprechend mit Metall verschalt, dass auch die Hitze dann wirklich hier auf dem Fleisch sich konzentriert und nicht irgendwie nach hinten abstrahlt. Und ja, dann haben wir hier in der Mitte diesen Spieß mit der entsprechenden Mechanik, dass ich das dann auch im Kreis drehen kann. So, was ist hier noch dabei? Hier ist dann noch so ein Säckchen. Machen wir kurz etwas Platz. Und in diesem Säckchen so, die ersten Inhalte verabschieden sich gerade Richtung Fußboden. Okay. Also, so sieht das aus. Das sind die ganzen Teile, die man hier dazu bekommt. Also wir haben, nachdem das Ganze ja glaube ich gar nicht so einfach ist zu bedienen oder zusammenzustecken, wir haben hier dann natürlich auch noch eine Anleitung mit dabei. Anleitung senkrecht Grill. Hier ist dann im Detail beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Und hier gibt es das Ganze dann auch einmal auf Englisch. Ja, also wie funktioniert das, wenn wir uns das hier ansehen? Also es gibt hier diese Metallspießer
und die kann man dann entsprechend hier und hier einstecken. Wir probieren das einmal ganz kurz. So, so. Und wie auch immer das dann im Detail gehört, aber das trägt dann eben dazu bei, dass das Fleisch und das alles hier so in Struktur bleibt. Und dann kann man hier dann noch mit Hilfe dieser Teile hier das Ganze endgültig fixieren. Und ja, dann hat man alles, um zu Hause in den eigenen vier Wänden oder wohin auch immer man das Teil hier nehmen möchte, einen Döner selbst zuzubereiten. Ja, ich glaube, das war soweit. Wir haben alle Inhalte durchgesehen. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal der eben gezeigte Dönergrill. Der ist echt riesengroß und der kommt hier auch, wie gesagt, mit diversen Inhalten, die man noch dann dazu verbauen muss. So, einmal. Dann haben wir natürlich mit dabei das Poster, beidseitig bedruckt. Dann das originale Dönerrezept auf der Rückseite unterschrieben. Dann Sticker. Zwei Stück, einmal Hochformat, einmal quadratisch. Die drei Dönerpapiere, die Dönertüten und natürlich das Album an sich, Kunde ist König 2 von Mert im regulären Jewelcase mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Kunde ist König 2 von Mert. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mert unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!